Hallo, ihr lieben Leseratten, und herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um das Mona Lisa Virus. Ich habe es jetzt zweimal falsch ausgesprochen, deswegen habe ich das Video nochmal neu gestartet. Ich weiß nicht wieso. Von Tibor Rode, ein Thriller aus dem Verlag Bastei Lübbe. Und bei mir handelt es sich um ein preisreduziertes Mängelexemplar, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich es her habe. Ich vermute einfach, dass es von MacGuides ist, weil ich dort meistens nach Büchern gucke. Als erstes nach Büchern gucke und da öfters mal sowas rumliegt. Ich hatte das Buch mitgenommen wegen dem Titel, das Mona Lisa Virus, weil dieser Titel mich erinnert hat an diverse Seuchen, Thriller und sowas. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, spätestens, glaube ich, beim Coming-Soon-Video, ich hatte es mir nicht großartig durchgelesen, ich hatte es nur mitgenommen wegen dem Titel und ja, ich gucke mir das ja dann erst an, wenn das Coming-Soon-Video ansteht. Da habe ich dann auch gemerkt, dass es irgendwie nicht um eine Krankheit geht. Aber okay, ich bin trotzdem unvoreingenommen an das Buch rangegangen. Das Mona-Lisa-Virus, dabei geht es um sehr viele verschiedene Handlungsstränge, muss ich jetzt gleich am Anfang mal sagen. Also das Buch beginnt quasi damit, dass in Amerika ein Bus entführt wird. Also eigentlich ist, glaube ich, schon, wo ist das eigentlich? Acapulco, ist das schon Mexiko? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt nicht extra nachgeguckt. Auf jeden Fall ist dort ein Bus mit Schönheitsköniginnen unterwegs zu einer Misswahl oder irgend sowas, nehme ich an, und wird ja quasi entführt, also nicht der Bus selber, aber die Schönheitsköniginnen werden entführt und tauchen einzeln nacheinander wieder auf, sind aber nicht mehr ganz so schön wie vorher, denn an ihnen wurden Hässlichkeitsoperationen durchgeführt sozusagen. Sie sind sehr, sehr entstellt und ein FBI-Mann namens Greg Milner, soll versuchen herauszufinden, wer das war, was es damit auf sich hat, wo die anderen Schönheitsköniginnen sein könnten. Gleichzeitig wird er zwischendurch nach Brasilien gerufen, wo er sich mit einem Imker unterhält, der ihn über ein mysteriöses Bienensterben unterrichtet, was wohl auf der ganzen Welt eingesetzt hat und niemand weiß so richtig, woran es liegt, aber es wird vermutet, dass es sich um ein Virus handelt. Das war auch so das Einzige, was jetzt mit dem Titel so richtig übereinstimmt. Also ich meine, das Einzige, was mit einer Krankheit zu tun hat. Ja, warum die Bienen sterben, soll er denn auch noch nebenbei ein bisschen rausfinden. Aber natürlich liegt sein Hauptaugenmerk darauf, die Schönheitskönigin zu finden. Er ist aber noch ein bisschen angeschlagen von einer früheren Mission, bei der er verletzt wurde und die ihn auch psychisch ein bisschen angeschlagen hat, wo er auch bei seinen Kollegen nicht mehr besonders hoch im Kurs ist. Eigentlich soll er dann Urlaub machen, wird aber von seinem Chef instruiert, undercover eingesetzt zu werden. Er soll nach Großbritannien, glaube ich. Es sind verschiedene Orte in diesem Buch, deswegen weiß ich es gerade gar nicht mehr ganz genau. Aber ich denke, es war Großbritannien, zu einer Firma namens Weiß Virus oder sowas ähnliches. Weiß Virus. Nehme ich an, es müsste ja Englisch ausgesprochen werden, weil, war das gleichzeitig, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ist, doch ich glaube schon, ist ein Computervirus unterwegs, der sogenannte Mona Lisa Virus, auf den sich der Titel bezieht, und dieser Virus sorgt auf Festplatten dafür, dass Bilddateien verändert werden, sodass die Menschen dort drauf aussehen wie Monster. Also die Pixel werden verschoben, die Proportionen hauen nicht mehr hin. Und dort wird Greg Milner hingeschickt und soll dort mal anfragen, ob die vielleicht irgendwas dagegen machen können und bla bla bla, sowas in der Art. So, gleichzeitig haben wir dann aber noch einen anderen Handlungsstrang,
von einer Dr. Helen Morgan, genau, Dr. Helen Morgan, die als ich habe jetzt die Berufsbezeichnung vergessen, aber ich habe es also noch so ein bisschen im Kopf, ne? Also, Neuroästhetikerin, ich glaube, es war Neuroästhetikerin. Sie erforscht die Region des Gehirns, die auf Schönheit reagiert oder sowas und hat da irgendwie was Neues entwickelt. Ich weiß nicht so richtig. Auf jeden Fall hat sie eine Tochter, die jetzt gerade im Jugendalter ist und die heißt Madeline. Madeline hat ein paar Probleme psychischer Natur. Es wird nicht gleich gesagt, was genau eigentlich mit ihr nicht stimmt. Auf jeden Fall ist sie aber zurzeit in einer Klinik und Helen erfährt plötzlich, dass ihre Tochter nicht mehr in der Klinik ist, sondern dass sie ja irgendwie nach Europa unterwegs ist, obwohl sie eigentlich, wo war eigentlich die Klinik? Das weiß ich nicht mehr. Sie sollte auf jeden Fall eigentlich in einer Klinik, ich weiß nicht mehr, wo die Klinik war. Okay, egal. Bei ihr wird ein Prospekt gefunden im Zimmer von Madrid, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall wird sie aber angerufen von dem Sohn des vorherigen Firmeninhabers von Wise Virus. Mann, das ist echt kein leichter Name. Dem Patrick Wise, oder ich weiß gar nicht so richtig, wo die beiden herkommen, also wie ich die Namen jetzt aussprechen soll. Kamen die aus Polen? Egal. Auf jeden Fall wird sie von dem angerufen, weil der Vater in seinen Notizen ihren Namen dort stehen hatte und auch den Namen ihrer Tochter. Deswegen reist sie dann dorthin, um herauszufinden, ob sie ihre Tochter vielleicht irgendwo in Europa finden kann. Und ja, das ist alles ganz durcheinander, ich weiß. Es sind schon 7,5 Minuten rum und ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem erzählt, was in dem Buch eigentlich passiert. Also es sind gar nicht so viele Handlungsstränge, aber es sind auch noch viele Sachen, die ich gar nicht erwähnt habe. Es ist ein sehr umfangreiches Buch. Es hat mehrere Handlungsstränge, die dann irgendwann miteinander verknüpft werden. Aber so die Hälfte des Buchs hat man wirklich nicht so richtig eine Ahnung, was da eigentlich abgeht. Es gibt auch einen Handlungsstrang, der in Leipzig spielt, aber das ist nur ganz kurz. Das sind nur 2 Kapitel, glaube ich. Dort wird nämlich das alte Rathaus gesprengt. Genau, das alte Rathaus wird dort gesprengt und wir sind einmal bei der Sprengung dabei und einmal bei den Ermittlern hinterher, wo dann natürlich wieder die Nazi-Keule rausgeholt wird, weil es spielt ja in Leipzig und deswegen muss einer der beiden ermittelnden Beamten natürlich Nazi sein oder zumindest Nazi-Sympathisant. Was ich jetzt nicht ganz so geil fand, aber da reden wir mal nicht drüber, weil es waren nur 2 kleine Kapitel. Ansonsten spielt es hauptsächlich in Acapulco, in Boston, in Warschau, in Madrid, in Paris, in London. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Orte, die wir hier bereisen. Und da wird dann noch so ein bisschen was Mystisches mit eingebaut. Es gibt auch noch einen Handlungsstrang von einer Person, die sehr, sehr, sehr mystisch rüberkommt. Und also, tja, es ist ein Thriller. Thriller sind nicht so meine Welt. Erwähne ich auch immer wieder. Meine Erwartungshaltung wurde, wie gesagt, gleich am Anfang nicht erfüllt, weil ich dachte, es handelt sich um eine Krankheit, um eine Epidemie, um irgendwas in der Art, was mir sehr, sehr gut gefallen hätte, was jetzt aber nun nicht der Fall war. Aber, also ich fand den Schreibstil sehr, sehr angenehm von Tibor Rode. Ich bin sehr, sehr schnell durchgekommen. Es wurde auch nie langweilig. Aber so richtig verstanden, was mir das Buch sagen soll, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, ich fand Helen sehr, sehr merkwürdig als Person, muss ich sagen. Sie kam nicht besonders mütterlich rüber. Sie erklärt auch, wieso das so ist. Oder
warum das so sein könnte, aber naja, ich weiß auch nicht. Sie schien mir. Es gibt kein. Naja, das kann ich jetzt nicht erzählen, weil das am Ende nicht. Ich kann ja das Ende jetzt nicht verraten. Es war etwas schwierig. Also, ich mochte mal wieder beide Mega-Hauptpersonen nicht besonders. Oder alle drei. Ich weiß nicht so richtig, wie man jetzt hier als Hauptperson sehen soll. Auf jeden Fall mochte ich Greg Milner nicht besonders. Aber noch weniger mochte ich Helen. Aber ich kann jetzt nicht exakt beschreiben, wieso ich sie nicht mochte. Beide. Es war einfach so ein Gefühl. Ich wurde mit beiden nicht richtig warm. Und dann haben wir halt noch Patrick Wise oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Der dann irgendwie auch so merkwürdig ist. Sie waren alle so merkwürdig in dem Buch, dass ich da so nicht so richtig damit klarkam mit allen. Ich fand, es war gut geschrieben, würde aber insgesamt trotzdem sagen, dass es nicht so mein Buch war. Ich weiß nicht so richtig. Müsste ich Sterne vergeben, würde es, glaube ich, 3 von 5 Sternen bekommen. Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Das waren einfach nicht meine Charaktere. Vielleicht, wenn ich mich besser mit einer der beiden hätte identifizieren können, hätte sich das besser angefühlt für mich. Ich weiß es nicht genau. Aber ich bin, wie gesagt, sehr schnell durchgekommen. Also es war definitiv kein schlechtes Buch. Aber ich glaube, es war nicht das richtige Buch für mich. So. Ich meine, es steht Thriller drauf. Das ist schon ein Kriterium dafür, dass es definitiv nicht mein Buch ist. So, das Buch ist, wie gesagt, aus dem Lübbe Verlag und kam raus 2016. Ist noch gar nicht so alt. 2016. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, habe ich aber auch nicht wirklich mitgekriegt. Ist noch relativ neu. Hier hinten ist auch ein Buch, ein Bild vom Autor mit drin, was ich jetzt nicht hochhalten werde. Und dann war aber, glaube ich, noch, genau, hier war noch ein bisschen Leseprobe von einem anderen Buch, das Rad der Ewigkeit. Ich weiß noch nicht, ob ich noch mal was von ihm lesen werde. Bin ich ganz ehrlich. Wobei, das ist ein Roman zum Beispiel. Und da hat er irgendwie noch was geschrieben. Das Los hat er noch geschrieben. Das ist aber wieder ein Thriller. Thriller ist schon wieder nicht so meins. Aber das Rad der Ewigkeit klang nicht so prickelnd. War das nicht irgendwie. Nee, ich weiß es nicht mehr. Da war auch irgendwas, was mir da auch nicht so richtig gefallen hatte. So. Hier ist noch Danksagung. Also Nachwort. Und das ist insgesamt 439 Seiten. So, und ich bin echt schnell durchgekommen, muss ich sagen. Weil es, wie gesagt, es hat einen sehr, sehr flüssigen und sehr bildlichen Schreibstil. Sehr starke Bilder kann der Tibor Rode da heraufbeschwören. Aber ja, schade, dass es mir nicht ganz so gut gefallen hat. Da kann man aber nicht viel gegen machen. Aber ich habe schon sehr viel schlechtere Thriller gelesen. Also von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Und gut, dann würde ich sagen, war's das erstmal von meiner Seite. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.